ein Leben mit der Kamera. Niklaus Staus ist auch mit 80 Jahren noch jeden Tag mit der Kamera unterwegs. Ob am Theaterspektakel oder in der Oper. Der Pressefotograf ist seit 6 Jahrzehnten immer dabei, wenn in Zürich kulturell etwas los ist. Staus als junger Fotograf, unterwegs mit einem Auto der Presseagentur Keystone, die jahrelang seine Fotos an Zeitungen weiterverkaufte. Bei Theaterfestivals, Konzerten, Vernissagen. Der Fotograf hat die Großen seiner Zeit vor der Kamera. H.R. Giger mit seinen Monstern. Bildhauer Alberto Giacometti. Jean Tinguely mit seiner Maschine. Jazzlegende Louis Armstrong. Schriftstellerin Donna Leon. Niklaus Staus hat sie alle fotografiert. Die Stars der verschiedenen Epochen, aber auch unbekannte Künstler, die ihren Weg noch vor sich hatten. Als Chronist des kulturellen Lebens hat er alle Fotos minutiös in seinem Archiv in der Zürcher Altstadt archiviert. LN ist Literaturnamen. Ton ist zum Beispiel Filmnamen. Wieso ist Kultur immer so wichtig bei Ihnen? Ja, weiß auch nicht. An und für sich haben die anderen nicht so Kultur fotografiert. Also Kissen war speziell auf Sport. Und das war eine Marktlücke? Und das ist ja. Ich meine, sie ist ja heute noch. Wie viel so Negativ oder Dia haben Sie in den Jahren gesammelt? 1 Million. Und digital habe ich jetzt gerade vorgestern das 1 millionste Bild gemacht. Seit den 80er Jahren fotografiert Staus auch farbig. Pop-Ikone Tina Turner. Künstler Joseph Beuys. Schauspieler Bruno Ganz. Schriftstellerin Zoe Jenny. Mit dieser einfachen Kamera hat alles angefangen. Im Alter von 12 Jahren entdeckt Niklaus Staus die Fotografie und verkauft schon bald erste Fotos. Wie sieht man denn, ob es ein gutes Bild ist oder nicht? Ja, wenn es die Zeitung abdruckt und etwas zahlt dafür. Ist für Sie Fotografie Kunst gewesen? Nein, ich glaube nicht. Nein, das ist überhaupt, ich glaube, eine schwere Definition, welche Foto Kunst ist und welche nicht. Das Entwickeln der Bilder hatte etwas Magisches. Geschichte wurde sozusagen materialisiert. Welche Fotos Ikonen werden, zeigt sich erst später. Emil Steinberger als Schweizermacher. Das Yellow-Duo, Dieter Meier und Boris Blank. Der Schriftsteller Peter Bixel. Die Künstlerin Pippi Lotti-Rist. Eine Auswahl aus seinen hunderttausenden Bildern wurde jetzt als Buch veröffentlicht. Gestaltet hat es Niklaus Staus' Tochter Barbara. Wie sieht sie die Arbeit ihres Vaters? Für mich ist er in erster Linie ein neugieriger Mensch. Und ich glaube, er hat sicher nicht Kunst machen. Also er hat glaube nie etwas eine Absicht verfolgt, sondern ihn hat wirklich alles immer interessiert oder heute noch interessiert ihn alles, was passiert um ihn im kulturellen Bereich. Niklaus Staus denkt nicht daran, seine Kamera wegzulegen. Die Rolle des Chronisten ist für ihn kein Beruf, sondern eine Berufung.